Willkommen hier auf meinem kleinen Pen and Paper Rollenspielkanal und heute gucken wir uns Star Wars Gefährliche Verträge an. Mein zweites Weihnachtsgeschenk, was ich mir so ein bisschen selbst bestellt habe. Es war noch ein wenig Geld offen. So, meine Mutter ist ja immer noch so drauf. Ja, die und dein Bruder, ihr kriegt immer gleich und so weiter. Und ich habe schon was für dich. Und da sind jetzt noch 20 Euro übrig. Ja, gut. Habe ich gesagt, alles klar. Bada bam, bada boom. Jetzt geht's ab nach Star Wars. Das hat 15 Euro gekostet. Hinten der Preis ist 29,95. Finde ich, also 30 Euro finde ich, wenn es nicht reduziert wäre, ziemlich happig. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Grund war, warum es vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Einerseits die Zerfaserung von diesem Rollenspielsystem in drei verschiedene Story-Arcs, sage ich jetzt mal. Und dann, ja, der Preis, ne? Aber es ist natürlich wunderschön, ja. Man muss es jetzt wirklich sagen. Aber bringt halt vielen am Tisch halt nicht so viel. Okay, was ist drin? Das ist quasi ein Quellenerweiterungsband für Söldner. Es gibt neue Söldner und extra weitere Aufstiegsmöglichkeiten für Söldner. Das sehe ich noch ein bisschen kritisch, aber das liegt nicht am Band selbst, sondern daran, dass es halt für andere Charakterklassen keine mehr gibt, ja, keine Erweiterungen. Dementsprechend muss man das sehen, wie man das am besten hinkriegt vom Balancing her, dass es auch gerecht ist. Gucken wir mal. Also was ist drin? Erweiterte Charakteroptionen, darunter auch neue Motivationen, Verpflichtungen. Das ist egal. Neue Motivationen, Verpflichtungen, mein Gott. Das ist ja sowas, das sich ein normaler Rollenspieler ja selbst ausdenkt, ja. Die Spezies sind interessant. Sind in diesem Buch auch außergewöhnlich. Also es ist nicht so, dass jetzt hier wieder einer der Mensch ist und zwei weitere, die es vielleicht schon in anderen Büchern gibt. Also da sind schon spezielle drin. Das ist ganz cool. Und neue Spezialisierung ist auch cool. Dann diese Expertenfähigkeiten finde ich auch geil, ne? Aber mit dem Manko, andere Klassen haben das jetzt eher nett. Da müsste man sich dann als Spielleiter vielleicht was überlegen für die anderen Klassen. Das ist immer nicht so ganz einfach, aber ich denke mal, dass die Pen and Paper Community auch viele Leute hat, die kreativ sind und die sich sowas halt ganz gut an oder gern einfallen lassen, ne? Dann haben wir Ausrüstung, neue Fahrzeuge und so weiter. Ist natürlich klar, Söldner brauchen immer viel Technik, viel Waffen, viel Rüstung und so weiter. Das ist auch wirklich ein Grund, warum das Ding hier auch wichtig ist, das Buch, weil am Rande des Imperiums ja auch eher waffenlastig als magielastig ist oder Jedi-lastig, machtlastig. Ja, und Tipps für Spielleiter und so weiter. Na gut. Es ist relativ dünn, muss ich sagen. Also dafür 30 Euro, wie gesagt, das ist ein bisschen. Was haben wir denn hier? Die Seiten zahlen noch nicht mal, Leute. Es verschleiert seine Stärke durch das Auslassen der Seitenzahl, die wohl hier hinten beim Druck irgendwie schief gegangen ist. Wir haben jetzt hier 93, 94, 95 plus Werbung, also das ist so ein 96, also so ein 98 Seitenband oder so, ja, mit ein bisschen Gedöns. So. Gut, ich werde es jetzt versuchen, mal ein bisschen wegzulassen, anzusprechen, wie geil die Bebilderung ist. Die ist tipptopp, ja. Das merkt man einfach. Und ich sage auch wirklich, ich bin oft gegen die Entscheidung, Farbe zu benutzen in den Büchern, weil das die Bücher nur verteuert und meistens keinen Bonus bringt. Bei Star Wars ist das anders. Ja, hier ist Farbe wirklich entscheidend gut für das cineastische Spiel, für das Rüberbringen von Action und so weiter. Macht das auf jeden Fall was her. Und ist auf jeden Fall eine gute Wahl, ne? Und ist auch gut gedruckt und alles, kann man nichts sagen. Obwohl es in China gedruckt ist, ja. da fand ich ganz lustig, ne? So ein amerikanisches Rollenspiel wird in China gedruckt, ne? So ist das. Alles kommt zurück. Okay, also es gibt wieder drei Kapitel: bewaffnet und gefährlich. Geladen und entsichert und Action und Abenteuer. Und da ist sogar noch Action and Abenteuer. Das ist ein kleiner Fehler. Na gut, ist egal. Merkt kein Mensch.
So, Konflikte am Rand, Kämpfen und Star Wars. Okay, das ist jetzt nur noch mal so die kurze Rahmengeschichte. Wo sind wir denn? Was ist denn überhaupt das so grundlegende Einsatzgebiet von Söldnern, Krisengebiete, wie jetzt hier zum Beispiel die Huttekriege, ja, an irgendwelchen kleinen regionalen Auseinandersetzungen und so weiter. Oder als Bodyguards, jo, kann man machen. So, dann gibt es hier die Bewaffnung. Bewaffnet und gefährlich. Und das finde ich halt schon wieder geil, ne? Das ist halt diese Star Wars-Optik, die aber aus Waffen des Zweiten Weltkriegs entstanden ist, ne? Und diese hier, diese Schulterstütze und das alles, das ist eigentlich ein MG42 mal gewesen, dass sie dann quasi verarbeitet haben, verändert haben oder andere Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg tauchen halt auch viel auf bei Star Wars und geben aber diesem Star Wars so einen ganz anderen Style, ja, weil sie diese Waffen halt einfach genommen haben, die sowieso schon so ein bisschen seltsam ausgesehen haben und dann oder so ein bisschen unique ausgesehen haben, einzigartig ausgesehen haben und den dann nochmal in so einen Weltraum-Style verpasst haben. Finde ich schon ganz cool, gefällt mir gut. Also hier gibt es jetzt nochmal wieder Hintergründe für Söldner. Das sind, glaube ich, genau, das sind ja Leibwächter sind hier drin, Schwergewichte sind hier drin und Vollstrecker sind, glaube ich, hier drin. Als neue Hintergründe, Soldaten, Marodeure, Sprengmeister gibt es hier auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Bin ich jetzt nicht sicher, was im Grundregelwerk drin ist. Es sind ja im Grundregelwerk auch einige Söldner drin. Und die werden halt hier erweitert um drei oder vier. Mal gucken. So. Ja. Verpflichtung ist nichts anderes als so eine Hintergrundgeschichte, die aber auch drücken kann. Also, weil hier im Rande des Imperiums ist es halt so gedacht, dass jeder der Charaktere so eine gewisse Verpflichtung hat, die auch zum Tragen kommen kann, während dem Spiel, so on the fly. Dass man sagt, man würfelt vor dem Spiel aus, welche von diesen Verpflichtungen vielleicht gerade so zum Tragen kommt. Da muss der Spielleiter dann versuchen, entweder schon mal ein bisschen was vorzubereiten für diese zufällige Sache oder das wirklich so aus dem Stegreif zu machen. Finde ich auch irgendwie spannend. Und da gibt es halt jetzt hier noch ein paar Verpflichtungen, ja, die so ein bisschen unterstützen dabei, aber in der Regel suchen sich das Spieler ja selbst aus. Jetzt haben wir die neuen Spezies. Also es gibt einmal die Aqualischaner, das ist so ein Fluss, Meereswesenvolk. Ach, hier haben wir sie doch. Und ich glaube, das ist doch der Typ aus Episode 4. Weil du sagst, hier, du gefällst meinem Kumpel nicht. Ich glaube, das sind diese Aliens, der dann einen Streit anfängt in der Kantina. Dann haben wir hier die Klatunianer. Klatun ist, glaube ich, auch hier mit in Verbindung mit Tatooine so in der Nähe. Ich weiß nicht, ob das ein Mond ist oder ein Planeten in der Nähe. Irgendwie habe ich das im Hinterkopf, das würde zusammenliegen. Und die Wiquay, die meines Erachtens eine schwache, also es kommt aufs Spiel an, einen schwachen Bonus haben oder sogar einen starken. Kommt immer ein bisschen drauf an, wie die Gruppenkonstellation ist. Ich kann ja mal hier ein bisschen auf diese Boni eingehen. Oder nee, da mache ich mal ein extra Video, was die ganzen Spezies denn für Vorteile und Nachteile haben. Das machen wir mal. Da habe ich Bock drauf, das mal so separat zu machen. Dann nehme ich mal alle Bücher, die ich habe und dann gucken wir uns das mal an. Jo, also, hier gibt es auf jeden Fall drei Aliens, die es so noch nicht gibt. Die haben alle entscheidende Vor- und Nachteile. Das ist gut. Ja, also nicht schon wieder ein neuer Mensch, das gefällt mir sowieso nicht so gut. Ja, wenn überall in jedem Buch der Mensch drin ist und es eh nur so wenig Spezies gibt. In dem Sinn. Jo, und ich habe auch ein Video, ich weiß nicht, ob ich es schon veröffentlicht habe, ich denke schon. Könnt ihr mal gucken unter dem Video in der Infobox, da findet ihr einen Link zu der Star Wars Playliste. Und da habe ich auch Self-Made
Charakterbäume gefunden, also von Leuten, die haben diese Charakterbögen genommen, diese Talentbögen und haben die dann für eigene Spezies angepasst, ne? Also haben eigene Spezies entwickelt, um das einfach nochmal zu befüllen. Ist umsonst, ist auf Englisch, aber das ist nichts, wo man sich jetzt groß ärgern müsste. So, da gibt es hier diese neuen, ja, wie heißt es denn, Berufe? Die finde ich cool. Das ist ja immer so aufgeteilt, nochmal ganz kurz, um das mal so kurz anzusprechen. Es ist immer so aufgeteilt, man hat eine Kategorie, in dem Fall Söldner, und dann hat man dort eine Spezialisierung. Das ist dann jetzt hier der Vollstrecker. Der bekommt dann ein paar Berufsfertigkeiten und und kann sich dann noch ein paar zusätzliche Berufsfertigkeiten aussuchen, dass man quasi so seinen Charakter so ein bisschen in die Richtung pushen kann, in die man selbst möchte. Und hat dann hier diese Talentbäume, wo man dann für Erfahrungspunkte dann runtergehen kann. Und ja, es führt dazu, dass ab einem gewissen Punkt einfach der Charakter auserzählt ist, weil einfach, jo, dann ist man fertig so ein bisschen, ja. Es ist schon sehr endlich, ja. Und wenn man sieht, okay, ja, die ersten Erweiterungen kosten halt 5 und die zweiten dann 10 und die dritten 15, also immer so in diesen Reihen. Ja, also ich sag mal so, dieses epische Kampagnenspiel, ich glaube, so ein Charakter würde reichen für eine Kampagne. Ja, und dann ist man halt dann schon ganz gut ausgebucht, ne? Dann gibt es den Sprengmeister. Sowas gab es vorher auch noch nicht. Das finde ich auch eine ganz coole Idee. Alles rund um Explosionen. Und ich kenne einen Spieler, der würde das wahrscheinlich sehr gerne spielen. Ja, man kann seine ganzen Detonationen und solche Geschichten dann auch noch verbessern. Und dann gibt es hier das Schwergewicht. Finde ich auch cool, irgendwie dieses Bild von diesem Roboter. Auch wieder mit so einem coolen Gewehr auch. Das sieht auch aus wie so ein leichtes Maschinengewehr irgendwie von, waren das die Russen oder so? Und ein Schluck Kaffee. Die Russen hatten, glaube ich, ein Maschinengewehr, wo oben so ein großer Teller drauf war. Das war das Magazin so. So in der Art sieht das irgendwie so aus oder so. Keine Ahnung. Ja, noch der Schwergewicht-Talentbaum. So, das sind also diese drei neuen Söldnerklassen, die das Spiel auf jeden Fall schön erweitern. Und hier gibt es auch neue Talente. Die sind ja, das sind ja, glaube ich, auch die, die hier in diesen Talentbaum auftauchen. Die werden dann hier nochmal erklärt. Genau, ja. Also da ist schon ein bisschen was drin. Also kann ich mich nicht beschweren. Der Inhalt ist ganz schön, der Preis ist halt schwierig. Ja, 30 Euro, das war halt, ja, ich denke mal, das war halt, hat viele so ein bisschen abgeschreckt, generell bei Star Wars einzusteigen, wenn das Grundregelwerk schon 60 Euro kostet. Motivation für Söldner? Jo, okay. Wie gesagt, das sind alles nur unterstützende Dinge, braucht man nicht unbedingt. So, dann gibt es hier was. Genau, das ist das, was ich jetzt ein bisschen kritisch sehe. Ja, aber wirklich nur im Verhältnis dazu, dass es halt jetzt leider eingestellt ist. Und es dann natürlich für die anderen Spezialisierungen, dass sowas nicht gibt. Ne? Ihr habt Söldner-Expertenfähigkeiten, zwei Bäume. Die könnt ihr erst wählen, wenn euer Charakter den anderen Talentbaum soweit abgeschlossen hat. Dann gibt es hier einmal unvergleichliche Härte und es gibt der letzte Überlebende, die euch nochmal Boni bringen. Und ihr seht, ja, hier oben sind diese Klammern. Ich glaube, hier in dem Weißen sieht man es besser. Man sieht diese Klammern. Die werden unterhalb dieses Talentbogens hier angelegt, ja. Und jetzt haben wir hier die äußeren Klammern. Und man muss diese Fähigkeiten, entweder diese zwei, ne, wartet mal. Ja, man muss entweder hier oder hier was abgeschlossen haben oder hier in der Mitte. Ne? Dass man dann, also das ist quasi die Voraussetzung, um zu diesem Talentbaum zu kommen.
Also das ist immer nur eine Fähigkeit. Ja, Blödsinn. Ich habe einen Fehler gemacht. Also entweder ihr müsst Stämmig und Panzerbrecher haben, dann kommt ihr hier zu der letzte über, nee, zu unvergleichliche Härte. Oder ihr macht Hingabe und Resistenz, Rüstungsspezialist und könnt euch dann hier den letzten Überlebenden antun. Ja, und dann geht es dann nochmal ein bisschen weiter mit ein paar mächtigen Fähigkeiten. Und die sind halt dann. Da ist man dann halt eigentlich einem anderen Spieler ein bisschen überlegen, ne, wenn man sich hier eins aussucht. Man darf sich nur eins aussuchen. Ist halt auch ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt, ja, wenn ich zwei Söldner habe und die haben beide dann diese Fähigkeiten, ist auch ein bisschen blöd, ne? Aber es gibt halt nur zwei. Wäre halt schön, wenn es davon drei oder vier gäbe, dass man sich nochmal ein bisschen weiter spezialisieren kann. Okay, jetzt kommen wir zur Waffenausrüstung. Da ist. Jo. Da ist wieder eine Menge geboten. Das kann man am besten im Überblick sehen, hier an den Listen. Es gibt einen Haufen Energiewaffen neu. Mit Preisen, allem drum und dran, Reichweiten und so weiter. Auch hier schwerer Rapportierblaster, Artillerie, extrem große Reichweite. Das ist dann eher wieder für ein Raumschiff gedacht. Projektilwerfer und so weiter. Also jedenfalls denke ich das, weil er wird auch geschossen mit der Artilleriefähigkeit und nicht mit einer Fernkampfwaffenfähigkeit. Deswegen denke ich, dass der einfach so groß ist, dass man den gar nicht tragen kann. Vollautomatisch ist der auch. Ja. Also der hat ja hier hinten, jede Waffe hat ja hinten nochmal so eine Spezialisierung. Da kann man dann im Grundregelwerk nachgucken, was das genau bedeutet. Ne? Also Durchbohren 2 heißt natürlich, soweit ich mich hier richtig erinnere, dass es natürlich zwei Rüstungen nimmt und durchschlägt quasi. Ne? Ja, also hier gibt es einen Haufen Zeug. Das ist der Repetierblaster. Ja, das ist so ein Ding. Ich glaube, da braucht man halt schon wirklich irgendwie so einen computergestützten oder so einen Roboterarm oder sowas, dass man den halten kann. Das ist ja also, sieht aus wie eine Minigun. Ne? Krass. Also die Bebilderung, alles tipptopp. Ja. Wunderbar, mehr braucht es nicht. Es ist wirklich auch schon ganz cool. Natürlich ein Haufen Raketen, Granaten, Sprengstoffe. Natürlich für den Sprengmeister auch essentiell. Dann gibt es hier diese Rückklinge. Ich weiß nicht, ob es die jetzt schon mal gab. Das ist ja diese Wookie-Waffe, die irgendwann dazugekommen ist. Die meisten Wookies kämpfen dann mit zwei von diesen Klingen. Die ist dazugekommen. Haufen Nahkampfwaffen. Ein Haufen, was heißt ein Haufen? Sechs Stück. Und Rüstungen, ja. Ja, ganz wichtig, weil bei Star Wars ist ja auch so hier Zubehör für Waffen und Rüstung, dass man Waffen hat und die haben dann gewisse Slots. War das jetzt eigentlich, könnte man das hier eigentlich sehen? Müsste eigentlich ja hier schon zu sehen sein in der Tabelle. Preis, Seltenheit, AP, Ausrüstungspunkte, das müssten die sein. Ja, da könnt ihr dann euren Blaster, der hat vier Ausrüstungspunkte, und dann könnt ihr euch hier aus so einem Katalog also Zubehör aussuchen. Die sind schon am Rande des Imperiums drin, im Grundregelwerk. Und hier sind nochmal Erweiterungen drin, so ein Pistolengriff, der kostet dann einen Ausrüstungspunkt, ja, und dadurch bekommt ihr halt nochmal einen Bonus auf eure Waffe. So könnt ihr euch dann eure Waffe so spezialisieren. Ja, finde ich auch super cool, ja. Gerade für, also nicht nur für Söldner, auch für normale Spieler, die einfach Bock haben, da was zu machen. Ich habe ja super gerne, dass ich mir irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie ein Monster spiele oder irgendwas und irgendwas grobschlächtiges und hänge mir dann halt irgendwie meine eine Metallplatte vor die Brust oder so. Also gar nicht mal so fancy cool, sondern eher so Salmon, nee, hier, wie heißt Salmon Max hätte ich jetzt fast gesagt hier. Wie heißt es denn nochmal? Fury Road. Max, weiß nicht mehr. Also ihr wisst das schon, dieses Endzeitgedöns, ne? Mit dieser, mit diesen ganzen, ja, mit diesen verrückten Motorrad- und Autoclans, die durch die Wüste heizen und Öl im Besitz haben und so. Ich komme nicht mehr drauf. Aber ich bin sehr, sehr nah dran. Okay, neue Ausrüstungsgegenstände, Ortungsgeräte, medizinische Ausrüstung und so weiter. Natürlich auch alles für Söldner so ein bisschen angepasst. Eine Trinkwasserflasche der Imperialen Armee. Ja, gut.
Ein Schanzwerkzeug. Also wenn ich mir den Klappspaten von der Bundeswehr angucke, dann hat sich da nicht viel weiterentwickelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, das ist was, was man auch bei uns im Baumarkt kriegen könnte, ne? Mit so einem Gelenk. Einklappbar. Tipptopp. Ne? Auch Tarnsachen, Überlebensausrüstung. Jo. Alles gut. So, dann haben wir hier Raumschiff-Modifikationen. Natürlich könnt ihr auch euer Raumschiff immer aufbohren, wie ihr das wollt. Kostet halt alles einen Haufen Geld. Muss man alles mal dann sehen. Und das finde ich auch ganz wichtig. Ups, Entschuldigung. Wenn es so ein Ausrüstungszubehörsystem gibt, dass man dann halt auch wirklich mit den Kosten sich überlegt, als Spielleiter, okay, ja, kriegen sie so viel Geld und so weiter, weil es ist ja auch oft so, dass jeder Spieler sein eigenes Geld kriegt und dann muss man halt gucken, wie man das dann aufteilt, wenn man sowas kaufen will. Also ich finde es halt gut, sich sowas zu erspielen, ja. Wächter 5E persönlicher Verteidigungskleider kostet halt 20.000 Credits. Finde ich halt gut. Ne? Dass sich die Spieler sowas auch erspielen und gar nicht alles so finden. Also in der Regel finde ich es gut, irgendeine Klapperkiste zu geben. Finde ich eigentlich ziemlich cool, die man so ein bisschen aufrödeln kann, aber auch nicht so jetzt extrem. Und da muss man dann halt mal gucken, wie man den Spielern dann, ja, was die Spieler gerne dann für ein Interesse haben, für ein Raumschiff zu kaufen. Ob es eher so in die Richtung geht, eher so ein Kampfraumschiff oder eher so ein Frachter oder sowas, ne? Wie bei Star Wars hier Han Solo, der mit seinem Vogel da, wie heißt es? Mein Gott, ist es weg? Hier unten sehen wir es die ganze Zeit als Bildanzeige, ja. Und ich habe den Namen vergessen. Das ist furchtbar. Okay, aber hier ist auch wirklich wieder alles drin, von klein nur groß. Ne? Hier haben wir sogar Großkampfschiffe drin. Immer gut, ja. Finde ich für Söldner auch legitim, dass sie dann irgendwann sagen, okay, wir holen uns mal so ein großes Schiff. Jo. Okay, und dann haben wir hier noch was drin. Action und Abenteuer. Oder verwechsel ich das gerade? Ich verwechsel das gerade. Genau, ich habe das jetzt gerade verwechselt. Das sind nicht diese Abenteueransätze, die waren in dem anderen, in dem Korea-Quellenband drin. Das Video habe ich auch schon veröffentlicht. Also, den es gab zu dem Corellia-System, findet ihr auch unter diesem Video in der Infobox. Da ist diese Playlist, ne? Alle Star Wars-Regelwerke, Quellenbände. Da findet ihr dann auch mal einen Einblick in das Star Wars-System. So. Okay. Das ist jetzt hier Söldner motivieren und so weiter. So ein paar Spielleiter-Tipps. Jo. Kampfbegegnungen für Söldner. Da kann man auch nochmal so ein bisschen, hier wird ein bisschen drauf eingegangen, wie man den Kampf noch ein bisschen ausgestalten kann. Ein bisschen spannender machen kann, also als dieses typische, so jetzt, ihr seid jetzt im Kampf oder so. Es gibt halt hier Massenkampf, Fahrzeugkampf, Hinterhalte. Ja. Ganz, ganz spannende Dinge, die man einfach so dann mal bringen kann. Was haben wir hier? Spezialisierter Kampf. Ach so, genau, um den Sprengmeister. Ach, Entschuldigung, ich komme heute die ganze Zeit an die Cam. Sprengmeister, um den Sprengmeister ein bisschen in die Show zu bringen. Ja, das ist ja ganz wichtig. Vollstrecker, Schwergewicht. Wartet mal. Das sind die neuen, aber dann müsste Marodeur und Soldat. Aha, das sind die alten. Marodeur, Soldat aus dem Grundregelwerk. Ja, genau. Kampfkampagnen für Söldner. Das geht ja hier schon so ein bisschen in Richtung am Rande. Ne, wie heißt es? Zeitalter der Rebellion. Das ist die rote Serie. Also hier am Rande des Imperiums ist ja immer so weiß gehalten. Zeitalter der Rebellion sind die Bücher in Rot gehalten. Und bei Zeitalter der Rebellion geht halt alles um den Kampf zwischen Imperium und Rebellen. Da ist auch sehr militärisch alles und so weiter. Aber das geht hier mit diesen Söldnerkämpfen und so weiter, geht das auch schon so ein bisschen in die Richtung. Ja? Also ich muss sagen,
Ich habe mich auf jeden Fall dafür entschieden, dass ich finde, das Setting hier ist am interessantesten. Kampfbelohnung für Söldner, jo. Auch nochmal, was man, es müssen halt nicht immer nur Credits sein, es können auch ein paar andere Sachen sein. Cineastische Kämpfe leiten, da werde ich auch nochmal reingucken. Vor allem, weil ich hier Mantel und Degen lese, werde ich nochmal genauer reingucken. Denn mit meiner siebte Seh-Erfahrung und so weiter werde ich halt vielleicht auch jetzt hier, wird das alles auch ein bisschen hier einfließen in mein Star Wars-Spiel, dass ich dann noch ein bisschen weiter weggehe vom simulationistischen Spiel. Genau, und warum ich mich für Am Rande des Imperiums entschieden habe, ich finde, dass es das liegt so in der Mitte. Ihr habt auf der einen Seite die Extreme mit hier Macht und Schicksal, da kommen halt nur Machtanwender vor. Ich habe das Buch Macht und Schicksal, das heißt, ich kann auch dadurch einen richtigen Jedi oder Machtanwender in mein Spiel einbauen, aber es ist kein ausschließliches Jedi-Spiel. Und wenn ich jetzt, und dann gibt es halt noch das andere Zeitalter der Rebellion, also das rote Regelwerk so, da geht es halt hauptsächlich um militärische Kampf und Taktik und solche Geschichten. Und ich glaube, das hier verbindet das alles ganz schön. Ich mag sowieso diesen äußeren Ring, wo alles so ein bisschen gesetzlos ist und das Imperium da rumrennt und Schlägerbanden und so weiter. Und ja, dieses dreckige Star Wars-Universum, das mag ich halt sehr gerne. Und ich glaube, dass man hier mit Am Rande des Imperiums halt in alle Richtungen mehr abbilden kann, als mit diesen spezialisierten Machtanwender oder nur Krieg-Szenarios, weil hier man halt so ein bisschen in der Mitte ist. Am Rande des Imperiums Regelwerk gibt es ja auch den, da gibt es ja auch den, da gibt es auch so einen, also es gibt eine Form von Machtanwender, das ist so ein bisschen jemand, so der autodidaktische Machtanwender. Der ist nicht so stark wie die Jedis aus Macht und Schicksal. Aber man kann dann schön sagen, jo, du lernst erstmal dein autodidaktisches Ding. Ja, also aus dem Grundregelwerk. Und das sind halt so Sachen, wo du halt keinen Jedi-Meister brauchst. Dadurch wirst du auch nicht so stark als Jedi. Das ist immer ganz gut. Und dann kannst du dich noch spezialisieren auf so einen Macht- und Schicksalbaum und wirst dann zum richtigen Jedi und so, keine Ahnung. Das wäre dann die Erweiterung für die Machtanwender. Dann hätten wir das schon mal gedeckelt, weil ja die Söldner hier auch ihre Spezialisierung kriegen. Und dann fehlt halt noch irgendwas für die Wissenscharaktere, ne? Da müssten wir halt mal gucken. Na gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, ne? Wenn ihr weiter Interesse habt an Rollenspielbücher, an Rollenspielthemen und so weiter oder an meinem Kanal, dann lasst mir ein Abo da und gerne ein Like und einen Kommentar. Das ist halt die Währung auf YouTube. Ich muss es immer wieder sagen, weil immer andere Leute auch andere Videos gucken. Wenn ihr Rollenspiele unterstützen wollt, dann könnt ihr mit und diese Videos eh konsumiert und dann denkt dran, setzt ein Like, setzt ein Abo und einen Kommentar. Das ist das, was YouTube zeigt, dass Rollenspiel relevant ist und wird viel mehr Leuten auch ge gezeigt, vorgeschlagen, wenn sie in den Bereich Pen and Paper oder Rollenspiele gehen oder vor allem Spiele, Brettspiele, Computer-Rollenspiele. Dann werden auch sehr, sehr schnell dann hier Pen and Paper-Rollenspiele angezeigt, wenn ihr das unterstützt. Und dann, ja, bekommen wir halt wieder eine schöne große Spielerbasis an neuen Spielern, die das Rollenspiel-Hobby dann weiter betreiben. Und dann werden natürlich wieder neue Bücher hergestellt. So ist das. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute, und ciao.